Die israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen werden fortgesetzt und der israelische Verteidigungsminister hat seine Truppen angewiesen, sich auf einen Bodenangriff auf das palästinensische Gebiet vorzubereiten, ohne jedoch zu sagen, wann dieser beginnen wird. Währenddessen fliegen die ersten Raketen aus dem Jemen auf ein Kriegsschiff der US Navy und Deutschland schickt das modernste Atomboot der Welt an die Küste von Israel. Ja, hallo meine Lieben, hier der Adi von Translated Press. Ich grüße euch ganz herzlich aus der Ferne. Wir haben euch die Rede von Joe Biden übersetzt, aber zuvor bitten wir euch, diesen Kanal zu abonnieren und ein Like dazulassen. Das hilft uns, den Kanal wieder aufzubauen und dafür danken wir euch sehr. Good evening, my fellow Americans. We're facing an inflection point in history. One of those moments where the decisions we make today are going to determine. Guten Abend, meine amerikanischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir stehen vor einem Wendepunkt in der Geschichte, einem dieser Momente, in denen die Entscheidungen, die wir heute treffen, die Zukunft für die nächsten Jahrzehnte bestimmen werden. Darüber möchte ich heute Abend mit Ihnen sprechen. Wissen Sie, heute Morgen bin ich aus Israel zurückgekehrt. Man sagt, ich sei der erste amerikanische Präsident, der während eines Krieges dorthin reist. Ich habe mich mit dem Premierminister und Mitgliedern seines Kabinetts getroffen und was mich am meisten bewegte, ich traf mit Israelis zusammen, die den schrecklichen Horror des Hamas-Angriffs am 7. Oktober persönlich miterlebt haben. Mehr als 1.300 Menschen wurden in Israel abgeschlachtet, darunter mindestens 32 amerikanische Staatsbürger, Dutzende von Unschuldigen, von Kleinkindern bis zu alten Großeltern, Israelis und Amerikaner wurden alle als Geiseln genommen. Wie ich den Familien von Amerikanern, die von der Hamas gefangen gehalten werden, gesagt habe, setzen wir alles daran, ihre Angehörigen nach Hause zu bringen. Als Präsident gibt es für mich keine höhere Priorität als die Sicherheit von Amerikanern, die als Geiseln gehalten werden. Die Terrorgruppe Hamas hat das pure, unverfälschte Böse in der Welt entfesselt. Doch leider weiß das jüdische Volk vielleicht besser als jeder andere, dass es keine Grenzen für die Verderbtheit von Menschen gibt, wenn sie anderen Leid zufügen wollen. In Israel habe ich ein Volk gesehen, das stark, entschlossen und unverwüstlich ist, aber auch wütend, schockiert und in tiefem, tiefen Schmerz. Ich habe auch mit dem Präsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde Abbas gesprochen und bekräftigt, dass sich die Vereinigten Staaten weiterhin für das Recht des palästinensischen Volkes auf Würde und Selbstbestimmung einsetzen. Die Aktionen der Hamas-Terroristen nehmen uns dieses Recht nicht. Wie so viele andere bin ich untröstlich über den tragischen Verlust palästinensischen Lebens, einschließlich der Explosion in einem Krankenhaus in Gaza, die nicht von den Israelis verursacht wurde. Wir trauern um jedes unschuldige Leben, das verloren ging. Wir können die Menschlichkeit der unschuldigen Palästinenser nicht ignorieren, die nur in Frieden leben und eine Chance haben wollen. Wissen Sie, der Angriff auf Israel erinnert uns an fast 20 Monate Krieg, Tragödie und Brutalität, die dem ukrainischen Volk zugefügt wurden, Menschen, die sehr schwer verletzt wurden, seit Putin seine totale Invasion startete. Wir haben die Massengräber, die Leichen mit Folterspuren, die Vergewaltigung als Waffe durch die Russen und tausende, abertausende ukrainischer Kinder, die gewaltsam nach Russland verschleppt und ihren Eltern gestohlen wurden, nicht vergessen. Das ist krank. Die Hamas und Putin stellen unterschiedliche Bedrohungen dar, aber sie haben eines gemeinsam. Sie wollen beide eine benachbarte Demokratie vollständig auslöschen, vollständig auslöschen. Die Hamas, ihr erklärtes Ziel ist die Zerstörung des Staates Israel und die Ermordung der jüdischen Bevölkerung. Die Hamas vertritt nicht das palästinensische Volk. Die Hamas benutzt palästinensische Zivilisten als menschliche Schutzschilde und unschuldige palästinensische Familien leiden sehr unter ihnen. In der Zwischenzeit leugnet Putin, dass die Ukraine eine echte Staatlichkeit hat oder jemals hatte.
Er behauptet, die Sowjetunion habe die Ukraine geschaffen, und erst vor 2 Wochen erklärte er der Welt, wenn die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten ihre militärische Unterstützung für die Ukraine zurückziehen und wenn die Vereinigten Staaten sich zurückziehen, werden es auch unsere Verbündeten tun, dann hätte die Ukraine, Zitat, noch eine Woche zu leben, aber wir ziehen uns nicht zurück. Ich weiß, dass diese Konflikte weit weg erscheinen können. Und man fragt sich natürlich, warum ist das für Amerika so wichtig? Lassen Sie mich Ihnen daher erklären, warum es für die nationale Sicherheit Amerikas von entscheidender Bedeutung ist, dass Israel und die Ukraine erfolgreich sind. Die Geschichte hat uns gelehrt, dass Terroristen, die keinen Preis für ihren Terror zahlen, und Diktatoren, die keinen Preis für ihre Aggression zahlen, mehr Chaos, Tod und Zerstörung verursachen. Sie machen weiter und die Kosten und die Bedrohungen für Amerika und die Welt steigen weiter. Wenn wir also Putins Appetit auf Macht und Kontrolle in der Ukraine nicht stoppen, wird er sich nicht nur auf die Ukraine beschränken. Er, Putin, hat bereits gedroht, Polen daran zu hindern, ich zitiere, daran zu erinnern, dass sein westliches Land ein Geschenk Russlands war. Einer seiner Top-Berater, ein ehemaliger Präsident Russlands, hat Estland, Lettland und Litauen als Russlands baltische Provinzen bezeichnet. Die sind alles NATO-Bündnispartner. Seit 75 Jahren hält die NATO den Frieden in Europa und ist der Eckpfeiler der amerikanischen Sicherheit. Und wenn Putin einen NATO-Verbündeten angreift, werden wir jeden Zentimeter der NATO verteidigen, wie es der Vertrag verlangt und fordert. Wir werden etwas haben, was wir nicht anstreben, um es klar zu sagen, wir streben nicht an. Wir streben nicht an, dass amerikanische Truppen in Russland kämpfen oder gegen Russland kämpfen müssen. Über Europa hinaus wissen wir, dass unsere Verbündeten und, was vielleicht noch wichtiger ist, unsere Gegner und Konkurrenten uns beobachten. Sie beobachten auch unsere Reaktion in der Ukraine. Und wenn wir uns zurückziehen und Putin die Unabhängigkeit der Ukraine zerstören lassen, würden potenzielle Angreifer in der ganzen Welt ermutigt, dasselbe zu versuchen. Die Gefahr von Konflikten und Chaos könnte sich in anderen Teilen der Welt ausbreiten, im indopazifischen Raum, im Nahen Osten, insbesondere im Nahen Osten. Der Iran unterstützt Russland in der Ukraine und er unterstützt die Hamas und andere terroristische Gruppen in der Region. Und wir werden sie weiterhin zur Rechenschaft ziehen, das möchte ich hinzufügen. Die Vereinigten Staaten und unsere Partner in der Region arbeiten daran, eine bessere Zukunft für den Nahen Osten zu schaffen, eine Zukunft, in der der Nahe Osten stabiler ist, besser mit seinen Nachbarn verbunden ist und durch innovative Projekte wie den Eisenbahnkorridor Indien-Nahost-Europa, den ich dieses Jahr auf dem Gipfel der größten Volkswirtschaften der Welt angekündigt habe. Vorhersehbarere Märkte, mehr Beschäftigung, weniger Wut, weniger Missstände, weniger Krieg, wenn sie miteinander verbunden sind. Das kommt den Menschen zugute, den Menschen im Nahen Osten, und es kommt uns zugute. Amerikanische Führungskräfte ist das, was die Welt zusammenhält. Amerikanische Allianzen sorgen dafür, dass wir, Amerika, sicher sind. Die amerikanischen Werte machen uns zu einem Partner, mit dem andere Nationen zusammenarbeiten wollen. All das aufs Spiel zu setzen, wenn wir uns von der Ukraine abwenden, wenn wir Israel den Rücken kehren, das ist es einfach nicht wert. Deshalb werde ich morgen einen dringenden Haushaltsantrag an den Kongress richten, um Amerikas nationale Sicherheitsbedürfnisse zu finanzieren und unsere wichtigen Partner, einschließlich Israel und der Ukraine, zu unterstützen. Es ist eine kluge Investition, die sich über Generationen hinweg für die amerikanische Sicherheit auszahlen wird, die uns hilft, amerikanische Truppen aus der Gefahrenzone herauszuhalten, die uns hilft, eine Welt aufzubauen, die für unsere Kinder und Enkelkinder sicherer, friedlicher und wohlhabender ist. In Israel müssen wir dafür sorgen, dass das Land über das verfügt, was es braucht, um sein Volk heute und immer zu schützen.
Das Sicherheitspaket, das ich dem Kongress vorlege und um das ich den Kongress bitte, ist ein beispielloses Engagement für Israels Sicherheit, das den qualitativen militärischen Vorsprung Israels, zu dem wir uns verpflichtet haben, weiter ausbauen wird. Wir werden dafür sorgen, dass der Iron Dome weiterhin den Himmel über Israel bewacht. Wir werden dafür sorgen, dass andere feindliche Akteure in der Region wissen, dass Israel stärker ist als je zuvor und verhindern, dass sich dieser Konflikt ausweitet. Gleichzeitig haben Premierminister Netanyahu und ich gestern erneut darüber gesprochen, wie wichtig es für Israel ist, sich an die Gesetze des Krieges zu halten. Das bedeutet, dass die Zivilbevölkerung im Kampf so gut wie möglich geschützt werden muss. Die Menschen in Gaza brauchen dringend Lebensmittel, Wasser und Medikamente. Gestern habe ich in Gesprächen mit den Führern Israels und Ägyptens eine Vereinbarung über die erste Lieferung humanitärer Hilfe der Vereinten Nationen für die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen erzielt. Wenn die Hamas diese Lieferung nicht umleitet oder stiehlt, werden wir den Palästinensern eine dauerhafte Lieferung lebensrettender humanitärer Hilfe ermöglichen. Und wie ich bereits in Israel sagte, so schwer es auch ist, wir dürfen den Frieden nicht aufgeben, wir können eine Zwei-Staaten-Lösung nicht aufgeben. Israel und die Palästinenser verdienen es gleichermaßen, in Sicherheit, Würde und Frieden zu leben. Wissen Sie, und hier zu Hause müssen wir ehrlich zu uns selbst sein. In den letzten Jahren wurde dem Hass zu viel Luft gegeben, was Rassismus, einen Anstieg des Antisemitismus und der Islamophobie hier in Amerika geschürt hat. Er hat sich auch im Zuge der jüngsten Ereignisse verstärkt, die zu den schrecklichen Drohungen und Anschlägen geführt haben, die uns schockieren und unser Herz brechen. Die Terroranschläge vom 7. Oktober haben in der jüdischen Gemeinschaft tiefe Narben und schreckliche Erinnerungen ausgelöst. Heute machen sich jüdische Familien Sorgen darüber, dass sie in der Schule angegriffen werden, dass sie Symbole ihres Glaubens tragen, wenn sie die Straße entlang gehen oder weil sie ihrem Alltag nachgehen. Ich weiß, dass viele von Ihnen in der muslimisch-amerikanischen Gemeinschaft oder der arabisch-amerikanischen Gemeinschaft, der palästinensisch-amerikanischen Gemeinschaft und so viele andere empört und verletzt sind und sich sagen, es geht schon wieder los mit der Islamophobie und dem Misstrauen, die wir nach dem 11. September erlebt haben. Erst letzte Woche wurde eine Mutter brutal erstochen, ein kleiner Junge hier in den Vereinigten Staaten, ein kleiner Junge, der gerade 6 Jahre alt geworden war, wurde in seinem Haus außerhalb von Chicago ermordet. Sein Name war Wadea Wadea, ein stolzer Amerikaner, eine stolze palästinensisch-amerikanische Familie. Wir können nicht zusehen und schweigen, wenn so etwas geschieht. Wir müssen den Antisemitismus ohne Umschweife anprangern. Wir müssen auch die Islamophobie anprangern, ohne zu zögern. Und an alle Leidtragenden unter Ihnen, die Leidtragenden unter Ihnen möchte ich sagen, dass Sie wissen, ich sehe euch, ihr gehört dazu und ich möchte Ihnen Folgendes sagen, ihr seid alle Amerika, ihr seid alle Amerika. In Momenten wie diesen, in denen Angst und Misstrauen, Zorn und Wut um sich greifen, müssen wir uns mehr denn je bemühen, an den Werten festzuhalten, die uns zu dem machen, was wir sind. Wir sind eine Nation der Religionsfreiheit, der Meinungsfreiheit. Wir alle haben das Recht zu debattieren und anderer Meinung zu sein, ohne Angst haben zu müssen, in der Schule, am Arbeitsplatz oder in unseren Gemeinden angegriffen zu werden. Und wir müssen auf Gewalt und Feindseligkeit verzichten und einander nicht als Feinde, sondern als amerikanische Mitbürger betrachten. Als ich gestern in Israel war, sagte ich, dass wir als Amerika die Hölle von 9/11 erlebten, wir auch wütend waren. Wir haben zwar Gerechtigkeit gesucht und bekommen, aber wir haben auch Fehler gemacht. Deshalb habe ich die israelische Regierung gewarnt, sich nicht von der Wut blenden zu lassen. Und hier in Amerika sollten wir nicht vergessen, wer wir sind. Wir lehnen jede Form von Hass ab, ob gegen Muslime, Juden oder andere.
Das ist es, was große Nationen tun, und wir sind eine große Nation. Was die Ukraine betrifft, so bitte ich den Kongress, dafür zu sorgen, dass wir der Ukraine weiterhin die Waffen liefern können, die es braucht, um sich ihr Land ohne Unterbrechung zu verteidigen, damit die Ukraine Putins Brutalität in der Ukraine stoppen kann. Sie sind erfolgreich. Als Putin in die Ukraine einmarschierte, dachte er, er würde Kiew und die gesamte Ukraine innerhalb weniger Tage einnehmen. Nun, über ein Jahr später, ist Putin gescheitert und er scheitert weiter. Kiew steht immer noch dank der Tapferkeit des ukrainischen Volkes. Die Ukraine hat mehr als 50% des Gebiets zurückerobert. Die Ukraine hat mehr als 50% des einst von russischen Truppen besetzten Gebiets zurückerobert, unterstützt von einer von den USA angeführten Koalition aus mehr als 50 Ländern in aller Welt, die alle ihren Teil zur Unterstützung Kiews beitragen. Was würde uns passieren, wenn wir uns zurückziehen würden? Wir sind die entscheidende Nation. In der Zwischenzeit hat sich Putin an den Iran und Nordkorea gewandt, um Angriffsdrohnen und Munition zu kaufen, um ukrainische Städte und Menschen zu terrorisieren. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich keine amerikanischen Truppen zum Kampf in die Ukraine schicken werde. Alles, worum die Ukraine bittet, ist Hilfe für die Waffen, die Munition, die Kapazität, die Fähigkeit, eindringende russische Truppen von ihrem Land zu vertreiben und die Luftabwehrsysteme, um russische Raketen abzuschließen, bevor sie die ukrainischen Städte zerstören. Und sie lassen mich eines klarstellen. Wir schicken der Ukraine die Ausrüstung, die wir in unseren Lagern haben. Und wenn wir das vom Kongress zugewiesene Geld verwenden, dann verwenden wir es, um unsere eigenen Lager aufzufüllen, unsere eigenen Lagerbestände mit neuer Ausrüstung, Ausrüstung, die Amerika verteidigt und in Amerika hergestellt wird. Patriot-Raketen für Luftverteidigungsbatterien, die in Arizona hergestellt werden, Artilleriegranaten, die in 12 Staaten des Landes hergestellt werden, in Pennsylvania, Ohio, Texas und vieles mehr. So wie im Zweiten Weltkrieg bauen patriotische und amerikanische Arbeiter heute das Arsenal der Demokratie auf und dienen der Sache der Freiheit. Lassen Sie mich mit Folgendem schließen. Anfang dieses Jahres bestieg ich die Air Force One für einen Geheimflug nach Polen. Dort bestieg ich einen Zug mit verdunkelten Fenstern für eine 10-stündige Fahrt nach Kiew, um dem ukrainischen Volk vor dem einjährigen Jahrestag seines tapferen Kampfes gegen Putin beizustehen. Man sagte mir, ich sei der erste amerikanische Präsident seit Präsident Lincoln, der ein Kriegsgebiet betritt, das nicht vom US-Militär kontrolliert wird. Ich wurde nur von einer kleinen Gruppe von Sicherheitskräften und einigen Beratern begleitet. Aber als ich den Zug verließ und Selenskyj, Präsident Selenskyj, traf, fühlte ich mich nicht allein. Ich brachte mit mir die Idee Amerikas, das Versprechen Amerikas zu den Menschen, die heute für die gleichen Dinge kämpfen, für die wir vor 250 Jahren gekämpft haben: Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstbestimmtheit. Und als ich mit Präsident Selenskyj durch Kiew ging, während in der Ferne Luftschutzsirenen ertönten, spürte ich etwas, woran ich schon immer geglaubt habe, stärker als je zuvor. Amerika ist immer noch ein Leuchtturm für die Welt. Immer noch. Wir sind, meine Freundin Madeleine Albright sagte, die unverzichtbare Nation. Heute Abend gibt es überall auf der Welt unschuldige Menschen, die wegen uns hoffen, die wegen uns an ein besseres Leben glauben, die verzweifelt darauf warten, von uns nicht vergessen zu werden und die auf uns warten. Aber die Zeit ist von entscheidender Bedeutung. Ich weiß, dass wir zu Hause unsere Differenzen haben. Wir müssen sie überwinden. Wir können nicht zulassen, dass kleinliche, parteiische, wütende Politik unsere Verantwortung als große Nation beeinträchtigt. Wir können und werden nicht zulassen, dass Terroristen wie die Hamas und Tyrannen wie Putin gewinnen. Ich weigere mich, das zuzulassen. Im Moment wie diesen müssen wir uns daran erinnern. Wir müssen uns daran erinnern, wer wir sind. Wir sind die Vereinigten Staaten von Amerika,
die Vereinigten Staaten von Amerika. Und es gibt nichts, nichts, was über unsere Fähigkeiten hinausgeht, wenn wir es gemeinsam tun. Meine amerikanischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich danke Ihnen für eure Zeit. Möge Gott Sie alle segnen und möge Gott unsere Truppen beschützen.